Ist ja auch egal. Das Level dauert hier sowieso schon eine Stunde, also von daher. Sogar über eine Stunde. Nee, fast eine Stunde. Ich habe Viertel vor aufgenommen. Das ist mal gerade oder kurz vor habe ich auch angefangen aufzunehmen. Jetzt haben wir es Viertel vor. Also nein, ich habe das Secret eingesammelt, das will ich jetzt nicht verschwenden. Mann! Ich glaub es jetzt nicht. Ey, diese Steuerung, ne, die bringt mich noch um. Pass mal auf, jetzt ist es zu weit. Natürlich ist es jetzt zu weit. Lara, ich hasse dich! Du hast so eine bescheidene, beknackte, verblödete, nichts nützige, dreckige Steuerung. Also was die Entwickler sich damals, also Corset Design, um genau zu sein, was die sich dabei gedacht haben, das weiß ich nicht, aber ich weiß eins, die sind zum Kotzen. So, ich hole mir jetzt erstmal Neptun. Und dann hole ich mir Atlas. Also Atlas als letztes. So. Und nein, das Medipack dort unten habe ich nicht vergessen. Das werde ich mir auch noch holen. Das mache ich dann aber, wenn ich wieder unten bin. Ich hab's ja. So, Atlasraum. Mit sehr viel Luft drin.
Stimmt, so war das gewesen. Ja, das ist die einzige Schwierigkeit eigentlich hier an Atlasraum. Man hat hier so eine leicht zeitliche Begrenzung. Durch die Luft. Das sollte aber noch reichen. Es wird zwar knapp werden, aber es sollte reichen. Oh, nicht mal. Da war noch gut Luft zwischen. Jetzt frage ich mich aber, wo war das fünfte Secret gewesen? In Atlasraum gab es, glaube ich, keins. Ich glaube, in Anniversary gab es hier in Neptuns Raum ein Secret. Nee, das wäre doof. Da falle ich ein bisschen arg tief. Und hier gibt's als erstes erstmal einen Oliver Kahn. Oliver Kahn mag nicht mehr. Ach, wie war das denn hier nochmal gewesen? So. Das Medipack liegt dort nicht ohne Grund. Die Sache ist nämlich, man muss hier sehr schnell oder so. Oder so. Nee, man müsste da eigentlich dort hochspringen, um den Steinen auszuweichen, aber ich wusste jetzt nicht, dass man es auch mit einem leichten, normalen Sprung das auch hinkriegt. Also, egal. Also ein Secret habe ich gar nicht gefunden, das weiß ich noch nicht mal mehr. Ein Secret habe ich verpasst, das weiß ich. Und zwei habe ich jetzt geschnappt. Oder? Nee, drei. Ich habe alle Secrets hier. Also. Eins verpasst. Nee, warte mal eben. Drei Secrets habe ich. Das vierte weiß ich, habe ich aber verpasst. Also drei Secrets habe ich, das weiß ich. Ach so, ja. Jetzt, wo wir das Level nämlich beendet haben, und weiß der Geier warum. Übrigens, ich hole mir erstmal den Speicherkristall. Oder auch nichts. Alter! Ey, das gibt's jetzt nicht, oder? Ich spiele bis dorthin nochmal zurück.
Das ist nervig an Tomb Raider 1. Du wirst getroffen von irgendeiner Scheiße, die eigentlich nicht als Angriff zählt. Ey, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. So, da sind wir auch wieder. Gerade frisch gespeichert. Gerade frisch mit allen vier Schlüsseln. Gerade frisch mit genügend Munition, um die Viecher hier auszurotten. Stirb. Stirb einfach nur. Okay, Letier will nicht mein Befehl gehorchen. Komm da raus. Danke. Jetzt kann ich auch das Level beenden. Und ja, für diese 5 Minuten habe ich jetzt tatsächlich einen Schnitt gemacht, einen Tag verstreichen lassen. Übrigens, Lara setzt hier, glaube ich, schon, oder, setzt hier, glaube ich, automatisch die richtigen Schlüsse ein. Lara, du bist eine Lampe. Eine SCH-Lampe. So, damit haben wir St. Francis Folly nämlich beendet. 3 von 4 Secrets? Okay, dann wusste ich doch, wo alle sind. Ich habe dann nur das eine verkackt. Das habe ich mir nämlich auch nochmal angesehen. Man muss tatsächlich, wenn man rückwärts runterrutscht und dann auf den letzten Drücker wirklich abspringen, weil dann kommt man nämlich an das Secret ran. Ansonsten kommt man dann nicht dran. Gut, okay. Ich überschreibe den Spielstand und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Blood is of B meldet sich ab.